Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Heute habe ich wieder den Fabian von Lebenskraft pur an meiner Seite. Hallo lieber Fabian, herzlich willkommen. Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja schon ein bisschen so ein Ritual zwischen uns. Einmal im Vierteljahr gibt es ein Video von uns und wir sprechen über ein paar Produkte von euch. Also wir haben schon etliche Videos gemacht. Wir haben über Chlorella und Spirulina gesprochen, über grüne Pulver, über Chlorophyll. Also wir hatten ja schon verschiedenste Themen. Und heute habe ich mir auch zwei Fragen ausgesucht. Heute wird es bärig und nadelig, könnte man sagen. So teilweise nadelig. Ja, die Zuschauer, die mich kennen, die wissen ja, ich bin ja ein ganz großer Fan von eurem Grassaftpulver. Das ist eigentlich seitdem ich das probiert habe von euch, mein Lieblingsprodukt. Und das integriere ich fast täglich in meinen Speiseplan der flüssigen Nahrung, sage ich mal. Genau, die Grünpulver, darauf liegt mein Fokus. Und ich finde auch eure Zahnpflegeprodukte wunderbar, auch gerade für meine Söhne, das Zahnpulver und die Zahnkristalle. Und ja, was mich auch sehr freut, dass ihr das Sortiment immer erweitert. Neben diesen grünen Pulvern, da gibt es auch das flüssige Chlorophyll, finde ich auch wunderbar. Mhm. Ihr habt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, da hatten wir auch schon was darüber gemacht. Ich glaube, das letzte Video, da hatten wir über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Ich glaube, da haben wir auch über Eisen gesprochen und so, ne? Mhm, genau. Ja. Und was ich halt schön finde, dass ihr jetzt immer mehr Beerenpulver habt. Es gibt schon länger die Beerenkraft, also das ist eine Mischung aus verschiedenen Beerenpulvern und ihr habt jetzt auch einzelne Pulver, Erdbeere, Himbeere, wilde Heidelbeere und wilde Preiselbeere. Und da wäre meine Frage an dich, weil ihr bereitet ja auch alles selbst zu. Ne? Ist ja nicht so, dass das irgendwo anders gemischt und zubereitet wird, wie das manche für machen. Die Rohstoffe, die kommen zu euch, die werden wirklich geprüft. Ja. Auf Qualität, das ist dir ganz wichtig. Da hast du auch richtige Qualitätsprüfer da, Qualitätsprüferinnen. Ja. Und meine Frage, wo bezieht ihr die Früchte her? Und welchen Mehrwert können solche Beerenpulver für unsere Gesundheit haben? Ja, absolut. Also da legen wir wirklich sehr, sehr großen Wert drauf, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen kann, mit einer Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und der Produktion im eigenen Haus. Das ist mir einfach ganz wichtig, dass wir wirklich auch die Wertschöpfungskette einfach auch im Griff haben, weil es ist eine große Verantwortung, die man hat als ein Produzent von Lebensmitteln oder naturheilkundlichen Mitteln. Und dem muss man auch gerecht werden. Ne? Und da eben auch die Verantwortung zu übernehmen, ist mir extrem wichtig. Und von daher war ich von Anfang an so, dass ich gesagt habe, naja, ich will die Produktion im eigenen Haus haben. Ne? Deswegen sind wir da auch so hinterher, dass wir das auch wirklich haben. Und zu den Beeren, das ist wirklich eine tolle Sache. Die Leute haben einfach neben der Beerenkraft, die Leute sehr gerne mögen, so wie du auch, aber auch irgendwann gefragt, ja, können wir die auch einzeln kriegen, ne, wenn man mal irgendwie was Spezielles jetzt mit Heidelbeeren machen will oder so. Mhm. Und das war dann so der Anlass, warum wir gesagt haben, ja, komm, dann machen wir es halt auch einzeln, ist ja kein Problem. Und das Tolle ist halt wirklich, gerade bei den Preiselbeeren und bei den Heidelbeeren, also Wildheidelbeeren, Wildpreiselbeeren, also alte Sorten, ja, also diese ursprünglichen Sorten, wie man es aus dem Wald oder Wiese kennt, tatsächlich auch aus skandinavischer Wildsammlung. Also das sind sprich biozertifizierte Wälder, also ganze Abschnitte, die quasi wild stehen, also einfach ein Wald und die sind dann in sich biozertifiziert. Das gibt es tatsächlich, fanden wir auch ganz interessant am Anfang. Und da werden die dann eben geerntet, ne? Und eben dann noch diese ursprünglichen Sorten einfach. Das ist das Tolle dabei. Bei den Erdbeeren und Himbeeren, da ist es jetzt nur biozertifizierter Anbau, also jetzt sprich Wildsammlung an der Stelle nicht. Es sind Kulturbeeren, aber auch savanfeste Sorten, also sprich ältere Sorten auch da an der Stelle legen wir da auch Wert drauf. Aber jetzt keine Wildsammlung oder so, das gibt es an der Stelle halt eher weniger. Ne? Da kann man einfach dann keine nennenswerten Mengen zusammenkriegen. Deswegen muss es eher in Kultur angebaut werden. Mhm. Aber alles biozertifiziert, alles europäisch. Ne? Der Mehrwert jetzt als Pulver ist einfach, dass du es ganzjährig verfügbar hast. Also du hast halt immer nicht nur zur Frühlings-Sommerzeit irgendwo die Beeren, sondern einfach ganzjährig. Wir haben eine sehr schonende Verarbeitung, alles in Rohkostqualität und dadurch auch eben das volle Spektrum an Vitalstoffen, Enzymen und so weiter enthalten. Du kannst halt wunderbar durch diese Vollreife, ja, die werden ja vollreif geerntet, hast du halt ein Aroma drin. Ich meine, das glaube ich, kannst du bestätigen, das ist sehr, sehr lecker. Und eben
Der Vorteil, ne, das könnten ja manche sagen, ja, dann nehme ich doch gefrorene oder so. Klar, geht auch, aber du hast halt in der Pulverform je nach Anwendung auch wiederum Vorteile. Ne? Du hast es halt in der Pulverform nochmal leichter in der Handhabung, wenn du jetzt auf Reisen bist oder so. Ne? Du hast jetzt nicht die Gefriertruhe im Rucksack zum Beispiel oder eben, wenn du mal Müsli machen willst und dann irgendwie so eine Bärenmilch, so ein Bärenshake oder sowas oder ein Smoothie. Da kannst du es halt einfach leichter anwenden. Ne? Das ist so der Vorteil. Und man muss auch noch dazu sagen, Beeren sind halt eben sehr kohlenhydratarm und ballaststoffreich. Und gerade für alle, die mit Zucker ein Problem haben, ne? Zu viel Zucker und so weiter, sind halt Beeren genial, weil du hast so eine leichte Süße drin, aber eben ganz, ganz wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, aber viele Ballaststoffe und ganz viel Polyphenole. Das ist so, sag ich mal, ja, das zuckerärmste Obst, wenn man es unter Obst zählen will, sind die Beeren und deswegen extrem wertvoll. Also ich kann noch mal kurz so, wie wir das so verwenden. Wir hatten ja erst die Beerenkraft, jetzt haben wir diese einzelnen Pulver. Ich glaube, wir haben Wildheidelbeere, Himbeere, Erdbeere. Mhm. Was ich schon mit der Beerenkraft gern gemacht habe, so Bananeneis mixen, so in der Rohkost, in der Rohkostszene ist das ja sehr beliebt, ein Eis aus Bananen mixen, so ein cremiges Bananeneis und dann so Beerenpulver drüber. Also das lieben meine Söhne auf alle Fälle im Sommer. Ist das eine Köstlichkeit und gerade dieses beerige, fruchtige, dieses Vollreife, das kommt da richtig durch. Oder ich mixe zum Beispiel auch mal eine Mandelmilch aus weißem Mandelmus oder aus richtigen Mandeln oder aus geschälten Hanfsamen. Da kann man ein bisschen Dattel, Vanille und dann so Beerenpulver wieder gemischt. Mit dem Eis, Eis ist ja eine super Idee, das hatte ich noch nicht probiert. Cool. Ja. Also wir machen es eher so eine Milch daraus. Ja. Oder eben mit Bananeneis, aber weißt du, lieber Fabian, unser Erdbeerpulver ist schon fast alle, mein Jüngster, mein Silas, der steht in der Küche, ich komme in die Küche oft und dann steht er da und löffelt und guckt mich sogar zu. Weil ich immer sage, vorsichtig, das ist nicht vorsichtig, ich sage immer achtsam, hochwertig, nicht bitte an einem Tag oder an zwei Tagen das Bärenpulver auslöffeln, wir wollen alle was davon, weil das riecht auch schon so genial. Ja. Also er hat alle Bärenpulver durchgetestet, die wir haben. Und da löffelt er wirklich so, das nimmt er sich dann manchmal auch mit in sein Zimmer und dann löffelt er so ganz wenig. Aber ich habe schon heute mal nochmal ins Glas geguckt. Ich dachte, ach du Schreck, ich muss bald wieder ein neues Glas bestellen. Also das Erdbeerpulver ist wirklich der Hammer, muss ich einfach mal so sagen. Das liegt aber wirklich daran, ne? Diese tollen Aromen, Gerüche, Geschmäcker und so weiter, das kommt einfach von dieser vollreifen Frucht und dann eben auch noch nicht jetzt so eine harte Hybridsorte, die einfach nur ganz schnell wachsen muss, wo fast nur aus Wasser besteht. Ne? Du hast halt wirklich so eine Essenz und dann eben auch noch aus so einer richtig schönen Sorte. Und da hast du halt ein Aroma, das kriegst du halt so nicht hin, ne, normalerweise. Ja, also das schmeckt man wirklich. Also auf alle Fälle empfehlenswert. So, wir haben das jetzt durchgetestet, aber wir haben wirklich erstmal so gelöffelt. Ne? Jeder hat mal gelöffelt und dann mal, nee, Bananen hat man jetzt nicht mehr gefroren, aber eben so eine Milch. Dann haben wir mal eine Milch gemacht mit allen drei Sorten. Und Erdbeer ist bei uns allen dreien der absolute Favorit. Erdbeer. Also für deine Jungs, ich weiß nicht, haben wir dir auch das Kokosnussmilchpulver geschickt? Mhm. Hast du das auch? Ja. Hast du das auch gekriegt? Das kannst du auch pur löffeln, das ist verrückt. Also, da meinst du, du beißt in eine Kokosnuss rein, das ist der Wahnsinn. Also, wir werden ja aber auch, wir schweifen ab. Ja, aber wir werden ja auch nochmal ein Video machen, das wahrscheinlich im nächsten Quartal über die Lebensmittel, ne? Da gehört ja Kokosnusspulver mit rein. Das können wir ja schon gleich mal so als Anmerkung. Da kommt von uns auch noch was. So, jetzt war es erstmal bärig, jetzt haben wir erstmal über eure bärigen Produkte gesprochen, die ich wirklich sehr, sehr empfehlenswert und sehr hochwertig empfinde. Und jetzt wird es nadelig zum Teil. Ich bin ja schon, na gut, jetzt gehen wir erst, gut, der Tee, den ich jetzt kurz anspreche, ist nicht nadelig. Und zwar bin ich ja schon ganz großer Fan von eurem Vital-Tee. Mhm. Der besteht aus Zistrose, aus Hagebutte, Ingwer und Zitrone. Den trinke ich ja schon vor allem im Winter. Ich bin eher so im Winter, dass ich so mal so unterstützende Kräutertees trinke. Immer mal so eine Kanne, das ist wirklich sehr wohltuend. Und dann habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, habe ich euren Kiefernadeltee getestet und euren Frauentee. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt habt ihr auch noch Fichtennadeltee und reinen Zistrosentee. Da habe ich gedacht, jetzt geht es aber hier los mit hochwertigen Tees bei Lebenskraft pur. Genau, und da möchte ich einfach mal bitten, für meine Zuschauer ganz kurz den Mehrwert dieser Tees für unsere Gesundheit zu skizzieren. Ja, also fangen wir mal mit den Nadeln an. Ne? Der Kiefernadeltee, der ist auch aus europäischer biozertifizierter Wildsammlung, also gleiches Konzept wie bei den Bären, ne? Also im Prinzip biozertifizierter Wald. Kiefernadel, reich an Vitamin C, ätherische Öle, Harze, Bitter- und Gerbstoffe.
und ganz viele Flavonoide und die Chikimsäure. Mhm. Das eignet sich einfach hervorragend zur Linderung von Atemwegserkrankungen, Husten, Halsschmerzen und so weiter. Also da ist es in der Naturheilkunde dafür bekannt. Ne? Also kleiner Disclaimer an der Stelle, nicht meine Meinung, es ist in der Naturheilkunde so bekannt. Mhm. Die ätherischen Öle von den Kiefernadeln werden einfach auch durch diese Zerkleinerung oder beziehungsweise wenn man es dann eben als Tee macht, auch durch diese Heißwasserextraktion freigesetzt. Und die Eigenschaften sind einfach dahingehend schleimlösend und auch, dass man schön abhusten kann. Ne? Also es ist in die Richtung, ist der Kiefer bekannt dafür. Zusätzlich auch, aber da will ich gar nicht so viel zu sagen, das ist das Thuramin, kann ja jeder mal irgendwo googeln. Das ist ein Wirkstoff da drin und da gibt es breit angelegte Screenings, die eben, also darf man jetzt hier auf YouTube nicht so viel dazu sagen, aber zu bestimmten... Okay. Viren und so weiter da eben getestet wurden und da sehr, sehr effektiv waren. Ne? Mhm. Dafür ist es vor allem bekannt. Bei der Fichte ist es so, da haben wir auch eine Wildsammlung, also auch das Gleiche wieder, also europäischer Wildsammlung, auch reich an Vitamin C, ätherische Öle, Harze, Gerbstoffe. Und dann ist es eben so, dass es sich auch eignet, um Atemwegserkrankungen aufgrund der ätherischen Öle, die auch wiederum für Schleimlösen, Abhusten und so weiter unterstützen. Also da hat es Effekte, das ist ähnlich wie die Kiefer. Und das, was es jetzt noch zusätzlich oder eben noch ein bisschen anders macht vom Fokus her, ist einfach, es wirkt auch beruhigend und als Schweißtreiber. Mhm. Zur äußerlichen Anwendung kann man es schön benutzen, mit Fichtentinkturen kann man machen. Man sagt, bei müder Muskulatur aufgrund der durchblutungsfördernden Eigenschaften eben. Oder sogar auch als Fichtennadelbad kann man es machen. Mhm. Es kommt ja auch so ein bisschen aus dem östlichen russischen Bereich irgendwo da. Da machen sie viel so auch Bäder mit eben, mit diesen Nadeln und so weiter. Und da hat man dann eben so ganz durchblutungsfördernde Eigenschaften. Ne? Deswegen ist es auch als Bad sehr gut geeignet. Ne? Mhm. Ja, das sind so die zwei Nadeln. Mhm. Dann hattest du ja noch erwähnt, der Frauentee. Mhm. Der dient einfach zur Harmonisierung, besonders von krampfartigen und schmerzlichen Begleiterscheinungen während der Regelblutung. Also es ist wirklich ganz exklusiv, tatsächlich, wie der Name schon sagt, für Frauen eben, um den weiblichen Zyklus einfach auszubalancieren, weil ja viele tatsächlich auch sehr große Schmerzen und andere Probleme einfach haben. Wir haben da 5 Frauenkräuter drin, die wir da auch wirklich sehr, sehr ausgewählt haben, aufgrund der Eigenschaften. Da haben wir drin den Frauenmantel, ist ja bekannt für die Harmonisierung vom Hormonhaushalt und gleichzeitig auch Ausgleichung von Stimmungsschwankungen. Dann haben wir das Gänsefingerkraut drin, das beugt schmerzhafte Bauchkrämpfe vor und kräftigt tatsächlich auch die Gebärmutter. Dafür ist es auch sehr bekannt in der Naturheilkunde. Dann haben wir die echte Kamille drin, also die Original. Die wirkt entkrampfend und auch auf die glatte Muskulatur der Gebärmutter. Die hat eine ganz glatte Muskulatur und da führt es eben auch zu einer raschen Beschwerdelinderung. Mhm. Also da auch sehr entkrampfend einfach. Dann haben wir das Mutterkraut drin. Also man merkt ja auch schon, ne, die ganzen Kräuter, das ist oftmals auch Frau, Mutter, irgendwo das Weibliche alles im Namen mit drin. Ne? Da sprechen die Kräuter schon für sich. Also das finde ich auch immer ganz spannend. Hatten wir im Vorgespräch schon kurz drüber, ne? Auch hier. Also das Mutterkraut haben wir drin. Das ist in der Naturheilkunde bekannt eben, dass es Migräne und Kopfschmerzen einfach lindert. Das ist dahingehend. Und die Schafgarbe, da bist du ja auch großer Fan, weiß ich, von, haben wir drin. Die unterstützt eine regelmäßige und sanfte Menstruation einfach in Gänze. Hat viele Gerbbitterstoffe drin, lindert auch tatsächlich nochmal Menstruationskrämpfe und bringt einfach so den ganzen weiblichen Zyklus irgendwo in eine Balance, in ein Gleichgewicht. Und dann haben wir noch was ganz Tolles zum Abschluss, zur Abrundung drin. Und das sind die Rosenblätter oder Rosenblüten, besser gesagt, nicht die Blätter. Und die bringen einfach nochmal sie haben jetzt nicht einen besonderen Effekt oder so, das ist einfach wirklich nur für die Seele nochmal, weil es einfach schön aussieht und es bringt ein ganz, ganz tolles Aroma in den Tee rein. Ja. Ne? Rosenblüten, die haben so einen ganz, wie soll ich sagen, so leicht süßlich, aromatisch fruchtigen Geschmack einfach. Die auch, die Bitterkräuter, ja, da sind ja auch viele Bitterkräuter drin, dann einfach so ein bisschen, sag ich mal, für die Seele einfach so ein bisschen abrundet. Ne? Ja, das ist der Frauentee und dann hast du ja noch gesagt, die Zistrose. Die wir jetzt auch noch pur haben, das ist der 4. Tee dann, obwohl man bei der Zistrose immer ein bisschen aufpassen muss mit Tee, das ist eigentlich, darf man es nur als Badezusatz anpreisen. aber auch sehr unverständlich, weil der Polyphenolgehalt ist 3-mal höher als bei Grüntee. Ne? Polyphenole wissen wir ja, gegen freie Radikale und so weiter, auch gerade bei viel Stress und so weiter, sehr, sehr wohltuend, dass der Körper da einfach schön in Balance ist. Und die Zistrose wird ja wirklich schon seit Jahrtausenden verwendet. Also es ist wirklich
ja, komisch, dass man das heute nicht mehr als Tee verkaufen darf, zumindest in Europa. Und die Zistrose wird auch eben aufgrund ihrer antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften, wie gesagt, seit Jahrtausenden geschätzt und auch als Infektionsschutz eingesetzt, vor allem auch in der Naturheilkunde und in der Volksheilkunde. Und das funktioniert so, dass die Polyphenole eben die Andockrezeptoren von den Viren verkleben. Ne? Also die können dann quasi im Körper an den Zellen und so weiter sich nicht mehr anheften. Und dadurch hat man einfach einen tollen Schutz einfach. Und können dann nicht mehr in die Zellen eindringen, genau. Also das ist so der Effekt der Zistrose, ja. Und zusätzlich haben wir dann noch eben auch einen tollen Gehalt an Vitamin C, das noch, kann man noch erwähnen. Aber das Beste oder das Bekannteste bei der Zistrose ist einfach dieser Infektionsschutz irgendwo, ne? Antibakteriell. Ja, ja, das so viel zu diesen vier schönen Pflanzen und Tees. Auf alle Fälle empfehlenswert. Ich hatte ja den Kiefernadelntee mehrfach schon getrunken und den im Gegensatz zu dem Vital- oder Frauentee oder Vitaltee oder Zistrosentee werden ja die Kiefer- und Fichtentee, die müssen ja gekocht werden. Ne? Auch da, ich habe den Fichtennadeltee jetzt noch nicht probiert, aber Kiefernadeltee und es riecht dann so genial wie Wald in der Küche. Ja, also das ganze Haus, ehrlich gesagt, die ganze Wohnung riecht eigentlich. Ja, ja. Also ich hab das mit Freunden, wir hatten das im Winter gedacht, wir machen jetzt mal uns einen Kiefernadeltee und es roch dann, oh, es riecht hier so gut nach Wald. Also schmeckt auch sehr angenehm und mild. Also wirklich, hat uns sehr gut gefallen. Und den Frauentee, der schmeckt auch Männern, muss ich sagen. Ich habe den auch Freunden, das waren sogar, also männliche Freunde, die gesagt haben, ach, mach mal den Frauentee. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir dann eine Kanne Frauentee getrunken. Also das schmeckt auch Männern. Und ich kann auch gleich eine Entwarnung geben. Also die Männer brauchen sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass dann irgendwie die Hormone drunter leiden oder sowas. Da gibt es keine Effekte oder so. Ne? Also das kann man auch als Mann durchaus trinken und hat natürlich jetzt nicht die Fraueneffekte, die positiven, aber dann eben trotzdem die Bitterstoffe und so weiter drin. Und man muss sich keine Sorgen machen, Disclaimer an der Stelle. Da passiert nichts mit dem Hormonhaushalt. Ja. Genau. Ja, die Männer machen sich dann immer gleich Sorgen und so Sachen. Ja. Also er ist für Männer und Frauen gedacht. Also die Männer können das dann ja partnerschaftlich mit ihren Frauen trinken. Ist für Frauen geeignet, die eben wirklich so Menstruationsbeschwerden haben. Also vorbeugend auch davor trinken einfach oder während der Zeit. Ja, genau. Also müsste man nochmal, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht auswendig, aber ich glaube 4-5 Tage vor der Menstruation sollte man anfangen und dann einfach währenddessen. Und da haben wir schon echt erste gute Erfahrungsberichte auch zurückbekommen, dass es echt eine schöne Hilfe ist, auch einfach so ein kleines Ritual auch ist. Ja. Ne? Das kann man ja wirklich auch schön feiern, ja, tatsächlich. Und mit so einem schönen Ritual einfach auch begleiten, dann hilft es einfach so ein bisschen, ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir über die neuen Produkte, die gibt es ja jetzt, na gut, die Bärenkraft gibt es länger, aber die Tees und die Bärenpulver, das ist dann erst in den letzten Monaten so nach und nach dazu gekommen, ne? Ja, letzten Wochen sogar erst. Ach, die letzten Wochen. Die letzten Wochen, ja, so lange ist es noch, 6 Wochen oder so, ja. Aber die Tees, ich glaube, den Kiefernadeltee, den kenne ich schon vom letzten Jahr so, ne? Genau. Der ist schon ein bisschen Den gibt es schon ein bisschen länger, dann haben wir noch die Fichte dazu genommen und jetzt sind wir gerade noch auf der Suche nach der Tanne, kann ich auch schon mal, wie sagt man so schön heute, spoilern. Nadeltee, das ja. Genau, noch die Tanne, die fehlt noch. Ne? Dann haben wir die Fichte, Kiefer und die Tanne wollen wir auch noch. Aber da haben wir eben noch keine Quelle gefunden, die unseren Anforderungen entspricht. Und deswegen haben wir es halt auch noch nicht veröffentlicht. Weil wir da halt auch wirklich hinten dran sind, dass wir sagen, nein, wir wollen erst ein Produkt haben, wenn es auch wirklich allen Anforderungen entspricht und nicht einfach irgendwas auf den Markt werfen. Ne? Ja. Das ist, ja, deswegen, ne, zu eurer eure Qualitätsstandards sind eben sehr hoch, ne? Genau. Ja, und wir sind eigentlich am Schluss des Videos angelangt und ich darf euch wieder verkünden, liebe Zuschauer, Lebenskraft pur, der Fabian, der stellt wieder einen 5% Rabattcode zur Verfügung für 5 Tage vom 29. März bis zum 2. April. Den Zeitraum und den Gutscheincode, den findet ihr unter diesem Video und auch den Link zu Lebenskraft pur zum Shop. Vielleicht werde ich auch die Produkte unten drunter nochmal verlinken, über die wir gesprochen haben, wenn sich jetzt wirklich jemand dafür interessiert, dass die einfach schneller gefunden werden. Ja. Und ja, schaut euch gerne im Shop von Lebenskraft pur um. Ich empfehle auch immer gerne die grünen Pulver und die Zahnpflegeprodukte, die ganzen grünen Kräuter und Superfoods sind auf alle Fälle empfehlenswert. Ich danke dir, lieber Fabian, dass du dir Zeit genommen hast und uns noch ein bisschen mehr so Einblicke gegeben hast über den gesundheitlichen Wert der Bärenpulver und der Tees. Ja, immer wieder gerne und wie gesagt, vielen Dank. Ja, an die Zuschauer.
gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesen Produkten. Verwendet ihr auch schon Bärenpulver oder Tees in dieser Art? Lasst uns gerne eure Meinung und Gedanken unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Und Fabian, dir auch alles Gute, alles Liebe und bis bald. Bis bald, ebenso.